Der Hedochrist. Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hedochrist Podcast. Ich habe wieder mal meine große Gruppe an Mitrednern mit da. Und heute soll es um das Thema gehen, Sterni oder 5-0, was würde Jesus trinken? Die Idee kam vom David, aber dann noch kurz erzählen, warum er diese Idee hatte. Und wir haben alle so ein paar Gedanken zu diesem großen Thema, aber ich möchte erstmal kurz meinen Gästen, die ich heute da habe, die Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen. Das wurde von einigen gewünscht. Also es waren alle schon mal da, ihr konntet sie schon mal hören, aber das ist schon wieder so lange her, dass ich ja gerne in der Runde nochmal die Leute sich vorstellen lassen will. Nicole, willst du vielleicht anfangen, dich vorzustellen? Ja, kann ich machen. Also, Nicole Hofmann mit Nachname, mittlerweile gut in den 40ern mit zwei pubertierenden Kindern. Von daher wird das Thema Rausch gerade auch von anderer Seite nochmal spannend, denke ich so. Bin Psychologin, Sozialpädagogin, arbeite in dem Bereich schon eine ganze Weile. Und wohne jetzt gerade in einem ganz, ganz kleinen Dorf und ringsrum ist alles ganz, ganz, ganz weiß. Das ist voll schön. Cool, danke. Felix, willst du weitermachen? Felix war schon öfters dabei, er kennt ihn vielleicht schon. Ja, bestimmt, ne? Also ich kann auch mit dem Studienfach anfangen. Ich habe Theologie studiert und Sprachwissenschaft und wie Simon schon sagte, ich war bei diversen Podcasts dabei und er hat mich jetzt, so wie ich ihn verstanden habe, schon als Mittelalter-Spezialist gecastet. Ja. Das weiß ich dann durchaus zu würdigen. Jo, und David? Genau, ich bin David. Ich komme auch von einem ganz, ganz kleinen Dorf. Allerdings ist das ein anderes. Da ist allerdings gerade auch alles, wer weiß. Ich bin kein Sozialpädagoge und habe auch nicht studiert. Ich war zuletzt LKW-Fahrer. Sehr gut. Genau. Das war's schon. Okay, dann fangen wir doch gleich mal an. Du hattest das Thema ein bisschen vorgeschlagen und ich bin auch gleich darauf eingesprungen, weil ich selber auch ein paar Gedanken dazu hatte. Aber ich würde gerne erstmal, ja, erzähl doch mal, wie kamst du die Idee, dieses Ding als Topic zusammen und warum auch? Also was ist da das, was da Inhalt ist bei dir? Also erzähl mal kurz. Genau, also ich habe das Ding ein bisschen von hinten aufgesattelt. Ich habe erstmal den Spruch gebracht und mir dann drüber Gedanken gemacht, was ich damit meine. Geht's so wie vielen anderen? Ja, so. Im Nachgang fand ich das aber ganz interessant. Die Frage selber ist eigentlich völlig egal. Und das Ding ist eigentlich, dass es in vielen Momenten völlig egal ist, was würde Jesus tun. Und mir geht es eigentlich mehr darum, so dieses, was würde Jesus tun, mal unter die Lupe zu nehmen. Ist das überhaupt eine sinnvolle Frage, die man sich stellen muss? Oder ist das egal, weil was Jesus tun würde? Ich bin ja nicht Jesus, demzufolge mache ich sowieso was anderes. Mhm. Mhm. Genau. Das war jetzt so im Nachgang so der einzige Gedanke, den ich dazu fassen könnte. Und natürlich, dass Jesus definitiv Stammwurst trinken würde. Auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz klar. Glaube ich nicht. Ja, so Budweiser oder sowas. Ja, genau. Also das war genau das, was ich auch, wo du das geschrieben hattest, da in unserer Gruppe. So mein erster Gedanke war dieses typische Bild von, was würde Jesus tun, was ja auch keine super schlechte Einstellung erstmal ist. Also ich kenne die Einstellung von mir, dass ich öfter nachdenke, ja gut, was würde jetzt Jesus in dieser Situation tun oder bla bla bla. Aber da ist natürlich die Frage dahinter, ist das sinnvoll, das zu denken, weil Jesus nicht in unserer Zeit lebt. Also wir können nicht sagen, ja, von der Bibel her jetzt gucken, was würde Jesus in dieser Situation tun, weil Jesus einfach mal in einer ganz anderen Zeit gelebt hat, ganz andere Umstände hatte, eine ganz andere Kultur und dieses bisschen plumpe so eins zu eins übertragen und dann denken, man findet in der Bibel Antworten auf, wie ich jetzt mein Leben gestalten soll, ist vielleicht ein bisschen naiv, würde ich fast sagen. Es ist eine nette Vorstellung, aber funktioniert das denn überhaupt heutzutage noch so oder hat es jemals funktioniert, wäre so meine Frage da dahinter. Wie seht ihr das ganze Ding mit was würde Jesus tun? Wie können wir da
Wie kommst du darauf, dass die relativ Also jung ist? sicher hast du recht, ne? Jesus hat zu einer ganz anderen Zeit gelebt. Was auch noch so ein Ding ist, was die Frage etwas sinnlos macht, ist, dass, was vor allem so bei der Verhaftung Jesus deutlich wird, dass Jesus ganz genau weiß, was passiert. Ja, so. Und hab da nicht so in einer dunklen Zukunft rum wie wir. Und das ist natürlich ein Hintergrundwissen, was uns fehlt. Und demzufolge müssen wir natürlich unser Verhalten auch ganz anders planen, wie das Jesus gemacht hat. Ja. Also fällt euch anderen noch was dazu ein? Also überhaupt diese Lebenseinstellung, ne, ist so ein bisschen das, worauf ich bei der Folge, glaube ich, ein bisschen hinaus will. Dieses so zu leben, wie Jesus gelebt hat, aber dass das eigentlich nicht möglich ist. Oder ist es vielleicht sinnvoller, was würde ich tun? Oder was, vielleicht auch die Frage, was möchte Gott, dass ich tue, ist auch schon wieder so komisch formuliert, aber dieses, wie kann ich mich vielleicht eher von Sachen, die ich in der Bibel zum Beispiel lese, inspirieren lassen, aber muss sie nicht eins zu eins umsetzen oder selbst, dass man viele Dinge auch erst wirklich tun kann, wenn man Sachen auch aus dem Zusammenhang viel besser versteht oder so. Oder? Es ist ja auch eine Art von christlichen Lebensgefühl, würde ich jetzt mal sagen, diese Was würde Jesus tun? Einstellung, die es noch gar nicht so lange gibt, die relativ jung ist. So dieses. Ich denke, die ist relativ jung, weil die in unserer Zeit so ein bisschen dieses typische, ja, ich will so sein wie die und die Person, so, ne? Diese Vorbilderfunktion, die Stars, dieses Individualismus ist sehr stark bei uns. Und dieses typische, was würde Jesus tun, ist so ein bisschen. Ja, wie kann ich denn dieser Person so ein bisschen ähnlich die nacheifern sozusagen? Und ich denke nicht, dass es das so lange schon in dieser WWJD-Form gab oder so, weil das mehr so ein Franchise ist, dieses Was würde Jesus tun, ne? Statt. Ich will so sein wie Marilyn Monroe oder so. Genau, sowas, genau. Na, ich denke gerade, also ich glaube auch, das ist was es vielleicht noch gar nicht so lange gibt, weil ich, also allein das Ding, dass man so denn glaubt zu wissen, was genau Gott möchte oder wie genau Jesus gelebt hat, das wissen ja Christen in der Breite noch gar nicht so lange, weil es ja überhaupt erst seit 500 Jahren Bücher gibt und seit irgendwie 200 Jahren oder 150 Jahren erst der Großteil der Menschen überhaupt lesen kann und so. Dass so genau eine Vorstellung zu haben, was denn Gott möchte oder was es denn bedeutet, irgendwie richtig zu leben oder irgendwie gottgefällig zu leben und sich da selber einen Gedanken zu machen und nicht und das selber entscheiden zu müssen und nicht gesagt zu bekommen, so und so ist es und so hast du es zu machen. Das ist ja ein Phänomen, das es überhaupt noch gar nicht so lange gibt, weil das Wissen darüber noch gar nicht so lange da ist. Also in der Breite der für alle Menschen. Und auch die Freiheit, das selber entscheiden zu können, was genau halte ich denn jetzt für richtig oder was halte ich denn für falsch, das ist, glaube ich, eine Frage, die sich vor, was weiß ich jetzt, vor 150 Jahren so in der Intensität oder so, also die meisten Leuten eher nicht gestellt haben, weil irgendwie klar war, ne, man musste nicht überlegen, welchen Beruf man ergreift, wenn der Vater Schuster war oder so. Ne? Es war irgendwie klar. Das ist, glaube ich, heute tatsächlich ganz anders, dass man sich über viel mehr Sachen Gedanken machen muss als selbst vor 50 Jahren oder so. Ja. Finde ich jetzt schwierig. Also ich meine, das eine ist, was für Lebensumstände habe ich, und das andere ist, wie handle ich jetzt konkret so unabhängig von meinen Lebensumständen? Das sind ja auch die Sachen, wo einem gerade Bibeltexte sehr viel sagen können, ja. Und ich meine, ich würde es auch nicht sagen, dass das so unbedingt mit dem Individualismus zusammenhängt. Also wenn ich jetzt ganz, ganz weit zurückdenke, schon in den ältesten christlichen Schriften, wenn ich an Clemens von Alexandrien denke, der halt in manchen Briefen oder Büchern von sich halt schreibt, ja, unser Herr hat doch das und das so und so gemacht, ja.
da ist das Handeln von Jesus eigentlich schon ein Vorbild. Und gerade wenn ich jetzt auch weiterdenke ins Mittelalter, wenn man die Gottesfreunde-Bewegung hat, ja, oder die Imitatio Christi, also wo es halt wirklich so, wenn man es jetzt wörtlich so nimmt, das Imitieren von Christus bei Thomas von Kempen, das taucht schon immer wieder auf, dass das so als Leitlinie ist, ja, eigentlich sollte man so leben und so handeln, wie Jesus das vorgemacht hat. Mhm. Also ich gebe euch recht, es ist nicht so ein bisschen als grundlegende Agenda, weil ich manchmal so gerade das abendländische Christentum, das sage ich, spitze ich immer so gerne so ironisch zu, es wirkt manchmal so ein bisschen wie halt so eine geballte Ladung, sehr vielfältige Religion. Und zwischendrin ragt immer so ein bisschen was Christliches auf. Also zwischendrin entdecken die ganzen christlich-abendländischen Denker immer mal die Bibel und Jesus so ein bisschen. Ne? Also nicht konsequent, nicht grundlegend, aber immer mal wieder so ein bisschen. Und also ich würde sagen, das gehört eigentlich schon, also auch geschichtlich gesehen dazu. Ne? Mhm. Aber so, also in dieser Phrase selber, das ist, denke ich, so, dass man sich das so stellt, ja, als Motto kenne ich das halt auch erst aus dieser jüngeren Zeit. Aber genau, also es ist gut zu wissen, so zu hören, dass es diese Gedanken schon länger gab, öfters mal in unterschiedlichen Ausprägungen. Und dieser Franchise ist vielleicht auch nur eine Form unserer Zeit, sage ich mal, dass wir alles mit so Catchphrases benennen müssen, dass es cool klingen muss oder so. Aber die Idee, so Jesus so zu leben, Jesus gibt es ja schon lange. Was bis hin dahin geht, dass es jetzt auch Gruppen gibt, die sagen, ja, wir wollen wieder Urgemeinde machen und alles genauso wie damals die ersten Jünger, was natürlich dann für mich ein bisschen Übertreibung ist, weil das ist eben das, wo ich meine, das ist nicht möglich, weil es Quatsch ist. Also, nenn mich zynisch, das ist eine super tolle Einstellung, da habe ich nichts dagegen, aber wenn das perfekt gewesen wäre, was die ersten Jünger gemacht haben, hätte Paulus nicht so viele Briefe schreiben müssen. Ja. Ne? Also es gibt, ich kenne diese eine Anekdote, wo es halt auch heißt, ja, man hat halt sehr viel zur also so dieses Bedürfnislose, dass man ja auch, wo man Jesus halt auch betrachtet hat in dem Zusammenhang, so ähnlich wie zum Beispiel Philosophen wie Dionysos, ja, Diogenes meinte ich, dass die halt einfach wenig brauchen im Leben. Und ein Autor, ich glaube, Manfred Bartle war, das meinte mal, ja, wenn das so stimmt, dass die alles miteinander geteilt hätten, hätten sie den Kommunismus perfekt praktiziert. Hm. Aber man sieht halt auch schon in den ersten Briefen oder ich glaube auch schon in der Apostelgeschichte, dass es da dann durchaus auch wieder Schwierigkeiten gab, ne, mit dem, wo schieben wir das Geld jetzt hin? Und wie kümmern wir uns um die Versorgung von den Witwen und so weiter? Das ist durchaus immer noch diskutiert worden. Was ich aber sehr spannend finde, ist also, dass wenn man sich so verschiedene Strömungen anguckt von der Art, wie man Spiritualität lebt, mir fällt spontan ein, dass im Islam und gerade in der mystischen Strömung vom Islam, dass da die Frage, wenn es da um Jesus geht, oftmals sehr, sehr wichtig war. So, was hat der Messias eigentlich gemacht, ja? Und da gibt es wirklich sehr viele, also es gibt da wenig darüber, was Jesus gelehrt hat, aber sehr viele Erzählungen, was Jesus gemacht und wie Jesus gehandelt hat. Und es gilt da als wichtiges Vorbild. Und ich denke, das ist gerade bei der Mystik eine sehr wichtige Frage, weil auch diese Leute, die halt auch durch das Mittelalter hindurch sich an Jesus orientieren, waren eben meistens Mystiker, ja, weil die ja zur Quelle hin wollten, zur Quelle, zur göttlichen Quelle. Und es geht halt nun mal über Jesus und indem du Jesus imitierst. Ne? Ja, das mit diesem Jesus imitieren ist halt so eine Sache. Es gibt ja so diesen tollen Spruch, sich weder den Arsch stecken, macht einen nicht zum Huhn. Und so ein bisschen kommt mir das halt auch manchmal vor, wenn Leute dann irgendwie, keine Ahnung, auf dem Parkplatz stehen und sich fragen, ob sie zu Netto oder zu Aldi gehen sollen, was würde jetzt Jesus machen? Und sich bei Fragen, wo diese Sache wirklich wichtig wäre, total egoistisch sich entscheiden. Also ich habe da mal was Cooles gelesen von einem, das hat mir mal ein Sufi-Freund zugeschickt,
Da ging es drum über den Bürgerkrieg in Syrien, ja, wo die halt auch allen möglichen Scheiß dort gemacht haben und das immer begründet mit, ja, aber der Prophet hat doch auch damals das und das, ne? Mhm. Und das war, glaube ich, ein islamischer Theologe, der hat dann so einen Artikel geschrieben mit dieser Headline: Es gibt einen Unterschied zwischen Nachahmen und Nachäffen. Ja, ne? Ja, genau, ja. Das ist. Da käme mir jetzt die Frage so ein bisschen auch, was denkt ihr denn, was sind denn sinnvolle Dinge, die man wirklich Jesus im Prinzip nachmachen kann? Und was sind so Dinge, wo man sagt, na, da muss ich vielleicht einen eigenen Weg finden und da kann ich nicht einfach, oder na, da muss ich auch ein bisschen mehr Sachen überdenken, wie ich die mache, wie ich meinen Glauben lebe. Es gibt ja bestimmt einige Dinge, die man relativ eins zu eins tatsächlich Jesus nachmachen kann. Vielleicht auch der Urgemeinde, den ersten Christen. Und dann gibt es ein paar Sachen, wo du sagst, nee, das ist vielleicht besser, auch aus den Fehlern, gerade bei der Urgemeinde zu lernen, aber vielleicht auch aus Dinge einfach in einen anderen Kontext zu sehen und zu sagen, na, das kann ich nicht eins zu eins nachmachen, oder? Ja, ich denke, das sind halt vor allem Fragen, die halt so zwischenmenschliche oder die Mensch-Gott-Beziehung angehen. Also so religiöse Fragen und Gemeindefragen, denke ich, da kann man sich die Frage doch durchaus mal stellen. Wo es überhaupt nicht anwendbar ist, sind halt alle Alltagssachen, meiner Meinung nach zumindest. Was meinst du jetzt konkret mit Alltagssachen? Wenn es zum Beispiel darum geht, welchen Beruf soll ich ausüben? Soll ich studieren oder eine Lehre machen? Das sind so Fragen, wo Jesus wahrscheinlich antworten würde, alter, weißt du, das ist mir sowas von scheißegal. Ja, ob du jetzt Schuster oder Zimmermann wirst, mir wäre es lieber, wenn du aufhören würdest, deinen kleinen Bruder zu schlagen. Stimmt, das ist also Orientierung an Jesus auf einer gewissen moralischen Ebene auch, ne? Dass wenn Jesus sagt, genau. Liebe deine Feinde, das gilt halt immer noch und das kannst du auch immer noch umsetzen, aber wie du das dann machst, musst du dir selber Gedanken machen, was das für dich heißt. Ja. Ich denke gerade so, Liebe und dann tu, was du willst. Und dann kann das sein, dass das schon auch was damit, ne, schon auch bedeutet, dass ich irgendeinen Beruf ergreife und einen anderen vielleicht nicht oder irgendwas Bestimmtes lerne und was anderes aus dem Gedanken heraus nicht. Aber das ist halt jeweils in jedem Leben für jeden Menschen dann irgendwie auch was anderes. So. Also ich glaube schon, dass es dann auch was damit zu tun hat, ne? Ob ich irgendwie, ne, was ich dann irgendwie einkaufe, kann ja durchaus sein, ja, dass das durchaus einen Unterschied macht. Auch in Alltagssachen tatsächlich, glaube ich, dass das einen Unterschied machen kann. Aber halt nicht ganz konkret, mach das auf jeden Fall und lasse dies auf jeden Fall oder so. Ne? Also dafür ist das Leben einfach zu anders oder zu unterschiedlich. Jesus selber verweist ja da sehr oft auf Gott. Ne? Und natürlich also auf Gott in der Art und Weise, wie er Gott verkündet. Als Liebenden, als Vater, als Gebenden, als Schenkenden. Und das sind ja immer so Sachen, ja, ich kann euch schon zeigen, was ihr machen sollt, aber das Prinzip ist eigentlich immer das so, werdet vollkommen, wie auch euer Vater vollkommen ist. Ne? Bergpredigt zum Beispiel. Das ist gut, klingt, es war vielleicht kein gutes Beispiel, weil das jetzt erstmal sehr hochgestochen klingt, ja, so du musst perfekt sein. Ne? So darf man es jetzt nicht, dann habe ich einfach auf einmal so hohe Ziele vor mir, die ich eigentlich gar nicht erreichen kann und genau darum geht es Jesus ja nicht. Ne? Aber es geht um so diese kleinen Dinge, das, was wir von Gott erwarten, das müssen wir auch selber zu anderen Leuten tun. Das ist natürlich jetzt ein bisschen das Problem, dass Jesus auch sagt, ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Das klingt ein bisschen so wie, ich muss beten und dann zeigt mir Gott genau, was ich machen soll. Und wenn mir Gott nicht genau zeigt, was ich machen soll, dann tue ich nichts quasi. Ja. Wenn ich lange vor dem Herd stehen und Hunger haben. Ja, aber also tatsächlich in so eine Richtung habe ich vorhin gedacht, als ich überlegt habe, wie mache ich das denn eigentlich selber? Na, irgendwie. Ich lebe halt mein Leben und manchmal habe ich so eine sehr, sehr intensive innere Stimme, die dann sagt so, oder so ein intensives inneres Gefühl, wo ich so merke, so, oh nee, das ist jetzt nicht nur Nicole, das ist jetzt irgendwas anderes und damit solltest du dich jetzt befassen oder das solltest du jetzt tun oder ja, please don't.
wo ich aber gar nicht, also ne, das steht nirgendwo in der Bibel, ja, oder das sind so Sachen, die hat Jesus niemals gemacht oder gelassen, weil die kamen da nicht vor. Aber das ist vielleicht so dieses, so der Kontakt zum Vater oder ne, zu Gott, wo ich schon manchmal das Gefühl habe, ach, das wäre jetzt dran. Und auch das Gefühl habe, das ist halt manchmal mehr und manchmal weniger, aber tendenziell was cool ist. Also das vielleicht, ne, so tatsächlich den Kontakt zu halten und sich darum zu bemühen oder den nicht abreißen zu lassen oder da irgendwie ein Auge, ein Ohr drauf zu haben. So eine Offenheit, dass Gott reden kann irgendwie, aber dass das auch so macht, wie er will, ne? Genau. Und manchmal er einfach nicht redet und dann musst du halt selber gucken. Und meistens redet Gott jetzt nicht so eindeutig. Es gibt so Situationen, wo es passiert, wo dann plötzlich Sachen relativ klar sind und man merkt so, ja, das ist cool. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil es was Begeisterndes ist oder so. Und dann denkt man halt, oh, das mache ich, da habe ich Bock drauf. Ne? Und hält das vor Gottes Reden. Aber diese Situation gibt es und manchmal gibt es die eben nicht. Ne? Und dann einfach stehen zu bleiben und zu sagen, naja, Gott hat nicht gesprochen, dann mache ich halt jetzt nicht, ist irgendwie. Aber machen wir dann halt Kacke, ne? Ist aber auch ein bisschen das Gegenteil von dieser What Would Jesus Do Vorstellung, ne? Weil die What Would Jesus Do Vorstellung implementiert ja, dass man immer selber nachdenkt, was Jesus tun würde, dass man eigentlich quasi nicht indirekt fragt, sondern dass man denkt, was würde er tun. So, ne? Das ist ja quasi ein bisschen das Gegenteil. Genau, das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich dachte, so, nee, ich denke da gar nicht so sehr drüber nach. Also das läuft tatsächlich seltener durch die Gedanken im Kopf. Das ist eher eine andere Ebene. Ja. Aber ich muss da jetzt noch mal ganz kurz das Ganze ein bisschen lächerlich machen. Und zwar, dieses, was würde Jesus tun, wird ja sehr gerne auch bei Scheidungsfragen zum Beispiel, kommt das auf. Und wenn man sich da an die Bibel hält, hat Jesus ja eine ganz klare Einstellung dazu, gar nicht erst heiraten. Ja. Das ist ja also, der Moment, wo man über Scheidung nachdenkt, schon durch, ne? Genau, also eigentlich hat man es da schon im Ursprung verkackt. Was natürlich nicht heißt, dass die Ehe irgendwie was Schlechtes ist. Aber das zeigt einfach, dass diese ganze What Would Jesus Do-Geschichte sehr viele Lücken hat. Und es vielleicht auch nicht immer die beste Idee ist, alles so zu machen wie Jesus, weil sonst wären wir schon lange ausgestorben. Stimmt, ja. Das vielleicht auch jetzt gar nicht die allerschlechteste. Das wäre für die Welt natürlich eine großartige Geschichte. Ja, zum Glück hat die Lücke. Ich glaube, das schaffen wir in einer Dreiviertelstunde nicht. genau. Bin ich sicher, ob das gar nicht erst heiraten, ob ich das jetzt wirklich bei Jesus so finde. Also gerade, gut, kann man vielleicht manches so auslegen, aber ich denke da eher an so Sachen wie, ja, wenn du schon verheiratet bist, ja, wie gehst du damit um? Ne? Mhm. Wenn du da Konflikte oder Schwierigkeiten hast, also da finde ich es halt wichtiger zu schauen, nicht drauf gucken, was für ein Zug ist schon abgefahren, sondern wie gehe ich jetzt wirklich mit der Situation um, in der ich gerade bin. Ja, genau. Und ich denke, also grundsätzlich gehe ich auch nicht, wenn ich mich mit Jesus beschäftige, mit dem Anspruch hin, dass er klare Ansagen macht, schon klar, so Aussagen, die sehr gut in sich im Gesamtraster fügen, die man auch verstehen kann, aber vieles ist auch einfach sehr provokativ oder paradox, was er sagt, ja. Und gerade das gefällt mir aber auch, weil das ist halt das Schöne, man ist halt trotzdem irgendwie herausgefordert, dass man da eine Eigeninitiative dazu hat. Ja, genau, man muss halt selber drüber nachdenken, was man da liest. Ne? Man kann nicht einfach eins zu eins alles übernehmen. So. Ja, und wenn man das machen würde, würde wahrscheinlich nur sehr viel Blödsinn bei rauskommen. Wobei ich manchmal auch denke, dass viele Sachen auch doch sehr eins zu eins übernehmbar sind wiederum. Ne? Also dass
manchmal macht Jesus auch gerade in der Bergpredigt so Ansagen, wenn wir die einfach relativ 1:1 wörtlich nehmen würden, würden wir vielleicht intensiver leben oder reiner oder wie auch immer man das nennen mag. Ne? Wenn man da halt ne, gerade bei solchen Punkten eher sagen würde, ja, dann gehe ich mit meinem Nächsten eben mal einen Kilometer mehr oder dann nehme ich halt mal wirklich Ungerechtigkeit hin, ohne mich aufzuregen oder solche Sachen. Ne? Da sind wir oft gar nicht so straight. Wir sind dann eher bei anderen Sachen irgendwie, wollen wir genau die richtige Lösung wissen. Und bei den Sachen, wo es wirklich 1:1 vielleicht sogar umsetzbar ist, sind wir dann ja, häufig ein bisschen vorsichtig, weil wir halt auch wissen, es ist hart, ne? Das ist, macht keinen Spaß. Ja, genau. Das. Solange wie es bequem ist, ist das okay. Und also nach dem Motto, wir suchen irgendwo in der Bergpredigt jetzt einen Hinweis darauf, ob Aldi oder Netto. Genau. Aber das mit dem Liebe deinen Nächsten, naja, das muss man ja im Kontext sehen und es war ja eine ganz andere Zeit. Da ist auf einmal ganz viel Interpretationsspielraum, wo eigentlich keiner ist. Ja, genau. Dann wird auf einmal das Liebe deine Feinde interpretiert, so nach dem Motto, als wenn es eine andere Zeit gewesen wäre. Genau. Aber damals haben deine Heute Feinde... Heute würde Jesus sagen, bringt sie alle um. Ja, so ungefähr. Ne? Das ist völliger Quatsch, weil heute hast du eigentlich gar keine richtigen Feinde mehr. Nicht die damals hatten. Die haben die wirklich umgebracht teilweise. Ne? Und ja. Jesus hat gesagt, liebt sie. Ne? Das gibt es ja heute glücklicherweise nicht mehr. Ja, und wir legen das teilweise schon so aus, dass wir Leute trotzdem hassen dürfen, wenn sie uns hassen. So, ne? Ja. Das ist schon okay. Das hat er anders gemeint. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich überlege gerade, ob wir das tatsächlich dann mal eine andere Folge noch machen. Sterni oder 5:0. Wir hatten am Anfang noch so ein bisschen die Idee über allgemeinen Rausch, Konsum und sowas zu reden. Aber ich glaube, habt ihr da kurze Gedanken? Weil da mache ich, glaube ich, noch mal eine ganze Folge mit euch dazu. Das schaffen wir jetzt nicht in den letzten 10 Minuten, die wir noch haben. Was für ein Themensprung. Ja, aber ja, jetzt haben wir es angekündigt, deswegen will ich kurz schon so als Teaser für die ganze große Folge eure Gedanken zu Sterni oder 5:0 haben. Den Rausch als anthropologische Grundkonstante, das finde ich eine schöne Formulierung. Gibt es das auch in Deutsch? der Rausch als das, was bei Menschen immer schon wichtig war. Ah ja. Das kann ich mitgehen. Ja. Frage ist, wird es sich Jesus berauschen? Definitiv. Und nur mit dem allerbesten Stoff. Auf jeden Fall. Ja, ja. Gäbe es sonst das Weinwunder? Ja, eben. Ja, drum, das Weinwunder ist dann immer, wenn es um die Rauschfrage geht, so das Ding. Jesus hat Wein zu Wasser verwandelt, nicht andersdrum. Aber das Abendmahl ist ja viel wichtiger da. Ne? Also das Weinwunder könnte man immer noch sagen, Jesus hat den Wein halt gemacht, aber hat nicht mitgetrunken natürlich. Natürlich nicht. Aber das ist doch völlig egal, ob er mitgetrunken hat oder nicht. Er hat es den anderen auf jeden Fall von Herzen gegönnt. Ja, der war irgendwie knausrig oder irgendwie so. Der hat die Not gesehen und ist ihr begegnet. Das ist in dem Zusammenhang sehr schön gesagt. Ja, Biernot ist hart. Wenn es nur um Durst gegangen wäre, hätte das Wasser ja nur gereicht oder irgendeine Plörre. Genau. Ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass man ihm vorgeworfen hat, dass er sich auch betrinkt mit seinen Jüngern. Und dass er auch dass er sich viel auch um das leibliche Wohl bemüht ist. Ja. Und da hat er sich ja auch so drüber lustig gemacht, ne, nach dem Motto, ja Leute, dem Johannes habt ihr das Gegenteil vorgeworfen, jetzt entscheidet euch halt mal. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, überhaupt glaube ich, also genießen ist, glaube ich, schon was Wichtiges. Also was Wichtigeres als das irgendwie in christlichen Kreisen so gehandhabt wird oder so weitergegeben wird. Ja, denke ich gerade so. Es geht ja doch weniger ums Arbeiten, sondern mehr ums irgendwie Zusammensein und auch irgendwie eine gute Zeit miteinander haben. So.
Da ist natürlich dann die Frage vielleicht auch teilweise im Kopf formulieren wir diese erste Frage, die wir hatten, vielleicht auch ein bisschen um, so eher in was würde Jesus nicht tun? So nach dem Motto, Jesus würde nicht trinken, Jesus würde nicht das und das machen, Jesus war immer ganz vernünftig quasi, aber mal so weit zu denken, dass Jesus vielleicht mehr Dinge getan hat, als wir ihm zutrauen würden oder als da in unser theologisches Bild reinpasst. Dass wir uns ja auch mit der Frage, was würde Jesus tun, oft sagen, ja, was sollten wir nicht tun, ja, als was wir wirklich tun können. Ne? Oder was, ja, ja. Ich weiß nicht, das ist so generell so ein, oh, sorry. Nee, alles gut. So generell so ein Christending, so wir verbieten sehr gerne Sachen irgendwie. Also ich persönlich jetzt eher weniger, aber ich sehe das in ganz vielen so christlichen Strömungen, dass die sehr gerne Sachen verbieten. Wir hatten zum Beispiel in Halle, wo ich in Halle gewohnt hatte, so eine, ich glaube, Ostergemeinde oder Pfingstgemeinde nannten die sich, glaube ich. Und die standen total drauf, sich allmöglichen Scheiß gegenseitig zu verbieten. Das fing bei kurzen Hosen an und ging dann übers Rauchen und Alkohol trinken. Und bei jeder kleinen Sache wurden sofort alle Leute ausgeschlossen aus der Gemeinde. Da hatten wir so ein, zwei Leute dann bei den Freaks gehabt, die mal in dieser Gemeinde waren. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein totaler Christentrend, Sachen zu verbieten oder vielleicht nicht zwingend selbst zu verzichten, aber anderen zu erzählen, dass sie darauf zu verzichten haben. Also ja, ich denke aber auch selber. Ja. Pfingstgemeinden kenne ich, das andere nicht, aber wir können ja gerne mal so eine Ostergemeinde zusammen gründen und uns und dann so Exkommunizierungspartys machen. Das klingt wirklich sehr schön. Und wer am häufigsten rausgeschmissen wird, hat gewonnen. Stimmt, das könnte man auch mal bei Gemeinden in der Umgebung probieren, den Test. Stimmt, da gibt es dann quasi gar keine Aufnahmeformulare, sondern bloß Austrittsformulare, wo du dann quasi ankreuzen kannst, weswegen du jetzt alles rausfliegst. Ich fange mal mit Simeons Kopfhörern an. Aber ich finde den Gedanke, also dieses, ne, dass man ja dieses What would Jesus do oft nur benutzt, um sich zu überlegen, was man nicht macht und man gar nicht eigentlich drüber nachdenkt, was würde Jesus denn jetzt in echt tun? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber den finde ich total cool. Und mir fällt gerade irgendwie tatsächlich, also mir fällt so die Situation ein, wo er sich die Füße salben lässt von der, keine Ahnung, wer Frau. Dazu, hast du sehr schön zusammengefasst. Dinge genießen und was Schönes tun und sich Zeit lassen und der Martha zugucken, wie sie da arbeitet und sich nur freuen, dass Maria einfach rumsitzt und es nett ist. Ja. Jemanden losschicken und den Raum vorbereiten, dass man irgendwie entspannt zusammen Abendbrot essen kann. Der Gedanke gefällt mir total gut. Ich glaube, da werde ich jetzt länger drüber nachdenken oder öfter mal so. Was würde er denn jetzt tatsächlich machen? Und nicht nur in schwierigen Situationen, sondern so überhaupt. Oder bei dem Zöllner rumsitzen und dort entspannt essen und eine gute Zeit haben. So. Ohne sich Gedanken drüber zu machen, dass alles, was man isst, vermutlich geklaut ist, inklusive der Möbel, auf denen man sitzt. Ich musste gerade denken, das war doch die Geschichte mit Zachäus, ne? Genau. Und wie war das? Er lädt ihn ein oder er lädt sich selbst bei ihm ein? Ich weiß es nicht mehr genau. Ne? Er lädt sich selbst ein. Ja. Genau. Ja, also das ist mir letztens so begegnet, ne? Und dass ja Jesus wusste, dass alles, was er dort isst, ist alles geklaut. Ja, die Möbel, auf denen er sitzt, die sind alle nicht wirklich koscher und rechtmäßig erworben. Ja. Und trotzdem sagt er, ey, komm, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Also ja, ey, da ne, geht es um was anderes als darum, dass alles korrekt und richtig ist. Und die hatten bestimmt gutes Essen. Garantiert. Er war jetzt nicht arm, da konnte schon auftischen, nehme ich an. Ja. Da klaut ja auch keine schattigen Stühle, also. Er hätte ja auch keine Möglichkeit, ihn irgendwie zu verwandeln als Mensch. Wenn er nicht merkt, hey, dieser Zöllner, der hat irgendwie schon Anreiz, mich zu sehen, ja, der möchte von mir lernen. Ja?
der ist im Grunde eine verlorene Seele, auch wenn er jetzt vielleicht reich ist und ein Betrüger. Also reich in Anführungsstrichen. Ne? Das ist für mich jetzt schwer zu beurteilen, wie viel die sich wirklich auf die Seite geschafft haben. Klar war das eine unehrliche Sache und die haben sich auch bereichert, aber das finde ich halt auch schon eine sehr schöne Erzählung. Ne? Da ist ja auch die Frage, wie häufig hat Jesus sich vielleicht auch mit Leuten getroffen, die Ausgestoßene und so Zöllner waren und bei denen gegessen, wo wir eben nicht die Geschichte davon haben, weil sie sich vielleicht nicht dadurch verändert haben, sondern sich einfach gefreut haben, dass der Rabbi da war und eben nicht ihr Leben geändert haben, wie es beim Zachäus war. Ne? So, das ist, wissen wir ja nicht. Das ist wahrscheinlich auch häufig passiert. So. In den allermeisten Tagen haben wir keine Stories, ja. Genau, wir kennen halt nur die Geschichten, die irgendwie cool waren, aber alles dazwischen. Nee, würde ich es nicht mal sagen. Also es gibt ja durchaus, das Interessante ist ja, er hat ja sehr oft, also gerade auch mit seinen theologischen Gegnern, hat er ja durchaus auch sehr freundlich nicht verkehrt. Es gibt ja auch noch andere Geschichten, wo er zum Beispiel auch bei Pharisäern zu Gast war, ne? Ja. Und die waren sich da aber inhaltlich auch überhaupt nicht grün, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wo es ist und wo wir sie diskutiert haben, aber es gibt da durchaus auch so Negativbeispiele. Stimmt, bei den Pharisäern. Bei seinen Gastgebern, ja. Ja. Cool. Ja. Also, habt ihr noch irgendwas, was euch noch ganz hart auf dem Herzen brennt zu dem Thema? Sonst würde ich schon mal... Ja, da kommt was. Einen Gedanken dazu anschließen, ne? Der saß auch bei den Pharisäern, dachte ich gerade, okay, es hat auch nicht alles geklappt. Okay. Also ne, der hatte auch einfach Kontakt und es reicht. Also es reicht irgendwie auch, das zu machen, wo man das Gefühl hat, dass das jetzt dran ist, ohne Verantwortung dafür unbedingt auch haben zu müssen, dass am Ende bei rauskommt, was man sich gewünscht hat oder was das Ziel wäre oder so, ne? Sondern so zu tun, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt richtig, ohne aber die, ne, ohne Verantwortung dafür, dass am Ende auch bei rauskommt, was soll oder was man sich gedacht hat. Das stimmt natürlich. Ne? Wenn man sich vor einem Abend fragt, hätte Jesus heute auch 3 Flaschen Wein getrunken und man kommt auf die Idee, ja, hätte er, dann wäre Jesus am nächsten Morgen auch mit einem Riesenschädel aufgewacht. Vermutlich. Ja, also. Ja, definitiv. Gibt es so diesen Spruch, auf die Frage, was würde Jesus tun, ist die Antwort ausrasten und Tische umwerfen, wie damals im Tempel, nicht immer die schlechteste. Stimmt. Genau, ja. Doch, also das Beispiel bringe ich tatsächlich ab und zu mal, wenn Menschen so das Gefühl haben, man darf nie wütend sein oder so, oder ne, Wut und Aggression seien unbiblisch, sagst so, nein, da hast du eine wichtige Szene übersprungen. Genau. Da steht auch nichts davon da, dass er das ganz geplant gemacht hat, sondern er ist völlig, völlig freigedreht, weil es ihn richtig angekotzt hat, ne? Ja, war im Moment einfach dran. Ja. Das hat er nicht lange vorbereitet, denke ich nicht. Das war sehr, sehr spontan und impulsiv. Ja. Ja, cool. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen da reingesprochen und ich glaube, das machen wir noch mal richtig lang, noch mal richtig eine Folge zum Thema Alkoholkonsum, Rauschmittel, sich berauschen in Kulturen. Das machen wir noch mal eine extra Folge. Ja, also dann möchte ich das richtig verstehen mit dem schwarzen Tee in den Moscheen und denen sowas. So genau sowas, ja. Oh, da will ich noch mal mehr wissen. Das Ja, cool. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder alle dabei wart. Und wir machen die nächste Folge zum Thema Rausch. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ja, danke. Einfach. War wieder eine coole Unterhaltung. Ja, danke an euch. Spaß gemacht. Nehmt ein paar schöne Gedanken mit.